America first. Ost Safety first, Sicherheit geht vor, alles andere ist Nebensache. Denn man glaubt immer, man muss schnell sein und noch schneller und dann schneidet man sich ein paar Finger ab oder es schlägt einen irgendwas durch den Rückschlag in den Magen, ins Gesicht und dann ist man mehrere Wochen außer Gefecht oder man kann nie wieder arbeiten, richtig ordentlich. Daher geht Sicherheit vor. Es ist wichtig, sich diverses Hilfsmaterial zu richten, Schablonenbau, irgendwelche Hilfsmittel, die einen das Werkstück oder so halten, damit die Finger, die Hände außer Gefahr sind. Begrüßung habe ich ganz vergessen. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin so aufgeregt wegen dieser Sicherheit. Heute werden wir eine Abweisleiste bauen. Was ist eine Abweisleiste? Eine Abweisleiste ist hier ein Keil, damit sich quasi die kleinen Teile, die man schneidet, nicht zum Kreissägeblatt hinbewegen können und Rückschlag und einen ins Gesicht oder wo auch immer hinschlagen. Ist sogar im Heft der AUVA beschrieben, Abweisleiste. Schaut ein wenig ins Kreissägeblatt hinten hinein und dann werden die kleinen Teile abtransportiert und es kann einem nichts passieren. Natürlich sollte man dann trotz Abweisleiste trotzdem aufpassen, denn es kann ja immer was passieren. Jetzt werden wir dieses Teil zu einem Keil schneiden. Hierzu nehmen wir uns eine Restplatte, werden uns das ungefähr so herlegen, dass wir einen ordentlichen Keil zusammenbekommen. Hier das als Anschlag her, dann kann uns das Ganze schon mal so nicht wegrutschen. Und hier werde ich eine Zwinge holen. Hat das einen Sinn mit einer Zwinge oder soll ich es einfach halten? Hier gebe ich noch was hinein, dass ich die Platte so nicht wegdrehen kann. Eigentlich haben wir jetzt gleich zwei Top-Keile. Das ist ja ein Traum. So, die Platte kann ich weg. Wenn man wiederholgenau mehrere schneiden muss, muss man sich das alles ordentlich befestigen, dass nicht verrutschen kann. Und jetzt, dieser Keil sollte jetzt hierher kommen, damit sich das Kreissägeblatt, was hinten ja nach oben fährt und das Teil wegschleudern könnte, hier das weggewiesen wird. So weit vorne darf es nicht sein, denn die Schnittbreite eines Brettes sollte hier frei sein. Denn so lange muss ja geschnitten werden. Wenn das zu weit vorne ist, würde sich das verkeilen. Also hier gehört das her. Dieses Teil wäre dann hier. Ich werde das hier nehmen. So. Werde es hier abschneiden. Und jetzt könnte man sagen, man gibt hinein eine Zwinge, aber es ist sinnvoller, ich bohre hier unten einfach zwei Magnete hinein. Hier einer und hier ein Magnet. Dann hält das eigentlich selbstständig, denn hier ist noch Eisen. Der Keil, dieser Abschnitt, würde auch gehen, hebe ich mir auf. Das schneide ich jetzt hier mal ab. Hier wieder zumachen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Die Vorderzange und wieder Kontrolle. Okay, der Winkel passt nicht hundertprozentig. Hier haben wir schon das Problem. Auch ich versuche es nochmal. Etwas zu ungenau. Das mag ich dann nicht. So, das ist, weil ich hier auch nicht ordentlich stehen kann. Man braucht immer eine Ausrede. Gleich besser. Hier diese Teile will ich jetzt unten einbohren. Die habe ich gefunden zufällig. Und hier war eine Schraube herinnen. Bei diesen einen Magneten ist die Schraube ohne Problem herausgegangen. Beim anderen nicht. Den müssen wir jetzt ausbohren und den Gewinde hineinschneiden. Hier ist es etwas dunkel und Platz auch kein, also ihr werdet hier nicht viel sehen. Jetzt ist das gebohrt. Jetzt drehe ich noch ein Gewinde nach. Drehe ich, bis ich anstehe. Das war's. Jetzt bin ich hier leider nicht mehr in der Mitte. Das war aber zum Erwarten. Ja,
muss ich trotzdem versuchen. Das wäre natürlich eine Arbeit für die Ständerbohrmaschine, aber die ist leider zu verräumt. So, wie hat das jetzt den meisten Sinn? Ah, genau. Wenn ich hier von dieser Seite den Forsterbohrer mal vorbohre. Hier bohre ich nur so weit hinein, dass das Metall versenkt ist. Oh, das ist ganz genau ein halber Millimeter noch. Hier dasselbe. Durch den Forsterbohrer habe ich ja jetzt durch diesen Spitz hier vorne, kann man den sehen, ja, hier eine Zentrierung und da bohre ich jetzt hinein, bohre ich jetzt durch mit dem Dübelbohrer. Also Dübelbohrer, eher Holzbohrer. Und ich muss mich beeilen, der Akku bei der Kamera ist bald leer und ich will schon, dass ihr dieses Projekt fertig seht. Jetzt kommt das hier hinein, bin ich bündig. Hier auch. Schaut ja professionell aus. Und jetzt drehe ich das Ganze um und jetzt muss ich hier diese Schraube hinein und diese Beilagscheibe und dann hält das. Ah, da muss ich diese Schrauben abzwicken. Hier habe ich zum Glück einen. So, wie weit ist das? Zack, so. Und hineinschauen auch noch 5 mm. 8 mm circa sollte das sein. So, das sollte passen. Oh, weg ist er. Nein, ich habe ihn. Jetzt hole ich mir einen Kreuzschraubenzieher. Sollte passen. Jetzt gebe ich noch die Beilagscheibe drauf. Sollte ich vorher schleifen. Da wollte ich schon wieder schneller sein. Und das bringt aber nichts. So, Beilagscheibe, zack, nächstes Mal lade ich die Kamera vorher auf, dann geht das viel gemütlicher. Ich glaube um 4 Grillimeter ist er zu lang. Jetzt kann ich aber schleifen auch wieder. So, die Beilagscheibe schön in die Mitte. Ich glaube, so ist das super. Das zweite noch, hier wieder abzwicken. Zum Glück habe ich gesehen, wo der Kopf hinfliegt. Beilagscheibe hinrichten. Passt. Jetzt kann man noch Kanten brechen, damit es halbwegs ordentlich ausschaut. Schaut doch ordentlich aus, oder? Und jetzt kommt das Teil und das hält jetzt alleine. Jetzt kann man das so herrichten, dass es hier den Zahn nicht berührt, aber ganz knapp, hier ist ein paar Zentimeter hinein, ich schneide ja nichts Breites. Und ich kann das dann lagern auch, ich kann das an die Kreissäge hier ankleben, anheften. Jetzt machen wir hier einen Probeschnitt, damit wir das sehen. Und so fliegen die Teile hier weg. Und vorne schaut das Ganze so aus beim Blatt. Also es kann ruhig noch weiter vom Blatt weg sein, denn man sieht erst viel Abstand. Wenn man zu kleine Teile schneidet, so wie am Anfang, dann wirft das eigentlich der Wind zu mir her. Aber in dem Fall, sobald die Teile ein wenig größer sind, wäre jetzt die Gefahr gewesen. Und man muss immer mit dem Schieberstock diese Teile wegtauchen, wenn man diese Abweisleiste nicht hat. Also es erleichtert einen schon sehr die Arbeit und vor allem macht es die Arbeit sicherer. Und jetzt werden wir das hier anheften. Und hier lagert das Teil jetzt. Hält ganz alleine, kann ich so schief hergeben. Es ist immer griffbereit. Ich würde jetzt ja sagen können, ich habe das Teil erfunden. Ich habe euch aber zuvor im Heft das gezeigt. Also ich kann nicht sagen, dass ich es erfunden habe.
Ist aber klar, es werden ja einige von euch schon kennen. Aber ich habe mir das jetzt gemacht und habe mir gedacht, ich lasse euch dabei zuschauen, wie ich das mache. Ganz einfach, man braucht so Magneten. Man könnte, wenn man normale Magneten hat, hier habe ich welche. Wie gesagt, das kann man einkleben. Das werde ich euch jetzt trotzdem zeigen, damit ihr das auch seht. Denn jeder hat nicht so einen Magneten zu Hause zum Einschrauben. Der Vorteil natürlich dabei ist, ich kann den leicht wieder herausnehmen und anderswertig einsetzen. Aber wir werden es einkleben. Hierzu habe ich einfach den Keil genommen, der am Anfang übergeblieben ist. Und der ist eigentlich auch gut genug. Ja, wie man diesen Härter anmacht, ich mache ihn mal halb an. Das ist so ein Zwei-Komponenten. Epoxykleber von Uhu, der sollte halten. Vielleicht gebe ich noch ein wenig Härter hinein. Es ist nur Härter fast mehr. Nehme ich das mit so einem Blatt. Habe ich jetzt hier auch noch Kleber, jetzt habe ich fast zu wenig. Jetzt nehme ich die Magnete und werfe sie in den Kleber hinein. Hier dasselbe. Das muss jetzt 24 Stunden trocknen. Dann ist es endfest. Und dann kann man das aussehen, tut es schöner, weil man oben nichts sieht und hinten die Magnete. Also vom optischen her ist das besser gerade hinlegen. Ich sehe, wenn ich es so halte, verrutschen die Magnete wieder. Auf jeden Fall. Diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt, glaube ich, auch so Klebebänder mit Magnet. Die wären vielleicht auch eine Lösung für das. Ein bisschen müssen sie zwar halten, aber nicht viel, also wenn sie nicht verrutschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Nachmachen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir sehen uns und hören uns wieder. Hier gibt es weitere Videos rundherum, überall im ganzen YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr das anschaut. Die Nadja würde sich auch freuen, der Erich auch. Eigentlich freuen wir uns alle. Drückt Gefällt mir und abonniert den Kanal, wenn er euch gefällt. Denn unser Ziel ist es, 400 Millionen Abonnenten zu haben und wir sind noch sehr weit weg davon. Also wir wollen quasi weltweit den stärksten Kanal haben und wollen die deutsche Sprache wirklich hinaustragen in die Welt. Wir sagen danke, tschüss Papa, bleibt brav und gesund. Warte, ich muss nicht schauen, ob das wirklich oben läuft.